Von heute will ich euch das Neue Testament vorlesen. Und zwar auf Deutsch. Ein Höhepunkt im Film ist für mich die Entwicklung von Anna Reinhardt, die vielleicht in dieser Szene gegen Schluss des Films herkommt, wo sie es wagt, zu ihrer eigenen Meinung zu stehen. Zu sehen, wie sich die Frau befreit von diesen Zwängen, ökonomischen, also wirtschaftlichen Zwängen, die drin ist, aber von einem Zwang der Gesellschaft. Und da sichtbar wird, welche Kraft eigentlich die Verkündigung des Evangeliums hat, wo sie in ihrem Leben aufnimmt und verwirklicht. Was mich aufgeregt hat am Film, ist die Darstellung der Gegner von Zwingli, insbesondere auf der katholischen, also altgläubigen Seite, wo man den Eindruck bekommt, inhaltlich haben die nie Evangelium verkündet, sie haben nichts mehr zu sagen zum Glauben und ihr einziges Mittel bleibt jetzt noch halt, eine Armee herzurufen, um ihre Seite noch zu verteidigen. Da hätte ich mir mehr Differenzierung gewünscht. Christ sein heisst nicht von Christus schwätzen, sondern ein Leben zu führen, wie Christus geführt hat. Zwingli.